Hallo, ich bin gerade nach Hause gekommen und ich sehe, oh Gott, ich sehe so zerstört aus, Leute. Krass. Ich war gerade bei der Thai-Massage. Wenn ihr noch nie bei der Thai-Massage wart, geht da mal hin. Die lösen Verspannungen, da habt ihr gar nicht gewusst, dass ihr da Verspannungen habt. Also richtig krass. Und ich habe vergessen, mich vorher abzuschminken und die massieren ja auch das Gesicht mit. Deshalb habe ich jetzt nur noch eine Augenbraue. Auch geil. Aber das ist eigentlich auch nicht der Sinn dieses Videos. Herzlich willkommen zu meiner Abendroutine. Ich habe mir gedacht, so als voll geiler YouTuber muss man schon mal auch so eine Abendroutine machen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, aber ich dachte, wir verbringen einfach so einen gechillten Abend heute zusammen. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Freund von diesem creepy Voice-Over. Deshalb mache ich das so vlogmäßig. Also ich hoffe, es stört euch nicht. Ich hoffe, es ist okay für euch. Weil irgendwie finde ich das immer so ein bisschen so Stimmen aus dem Jenseits. So dieses Voice-Over finde ich immer mega seltsam. Deshalb dachte ich mir, warum nicht? Ich bin heute Abend alleine. Der Markus ist vorhin zur Arbeit gefahren und der hat heute eine späte Sendung und der kommt erst spät nach Hause. Deshalb bin ich heute Abend ganz alleine und ich dachte mir, vielleicht wollte er den Abend mit mir zusammen verbringen. Es läuft hier heute nichts Spannendes, ich sag's euch gleich, aber es ist ja auch eine lazy Abendroutine und ja, ich bin schon ein bisschen länger von der Arbeit zurück. Wie gesagt, ich war jetzt noch bei der Thai-Massage und das war sehr, sehr schön und sehr entspannend. Aber es war so anstrengend. Das ist im Prinzip, als wenn du Yoga machst. Du machst es zwar nicht selber, aber es macht halt jemand anders für dich. Also, wenn ihr schon mal bei der Thai-Massage wart, dann wisst ihr, was ich meine. Es war echt anstrengend und ich bin ganz schön kaputt. Ich bin heute um 4:30 aufgestanden und irgendwie war der Tag jetzt doch ziemlich lang. Es ist jetzt 6:30, glaube ich. Und ich bin ein bisschen verpeilt, was ich jetzt gerade machen soll. Der Markus war zum Glück schon fleißig und hat zum Glück hier schon die Wohnung einigermaßen hergerichtet und Wäsche zusammengelegt und so, voll cool. Essen habe ich auch noch von gestern. Also ich glaube, als erstes schminke ich mich jetzt mal anständig ab und trage mal meine Heilerde auf. Das zeige ich euch gleich. Ich habe mir bei DM so Heilerde geholt, weil, wie wir alle sehen können, meine Haut gerade nicht besonders geil ist. Deshalb mache ich mir jetzt mal eine schöne Gesichtsmaske. Genau, das ist das Erste, was ich jetzt mache. Oh, hi. Ich habe mich schick gemacht für euch. Also das ist diese Heilerde-Maske. Ich wollte euch zeigen, was es für eine ist. Moment, wir gehen kurz ins Bad rüber. Licht ist auch eher so ein bisschen nicht so geil. Moment, Moment, Moment. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Und zwar ist es die. Oh! Große Erleuchtung. Geil. Also das ist die hier. Und zwar ist das von Bullrich, diese Heilerden-Paste. Gibt es einmal so zum selber anmischen und einmal eine, die ist schon angemischt. Und ich dachte mir, wenn ich total faul bin. Ist auch geil, ne? Voll dunkel. Hallo? Die Kamera macht die das nicht automatisch? Scheinbar nicht. Läuft ja wieder sehr gut. Also auf jeden Fall ist das diese Heilerde-Paste. Und ich finde die eigentlich ganz gut. Also, hat jetzt noch nicht so wahnsinnig gewirkt. Aber ich finde sie eigentlich ganz gut. Ich stelle euch mal kurz hier ab, weil ich wollte mir nämlich gerade hier so ein Getränk machen. Und zwar ist es mein neues Lieblingsgetränk. Das nennt sich goldene Milch. Und ihr werdet jetzt denken, was ist das? Irgendeine abartige Sexpraktik-Resi? Nein. Müsst ihr mal googeln, was es genau ist. Das ist so ein ayurvedisches Getränk. Im Prinzip ist es Milch mit Kurkuma. Kurkuma ist ja gerade der geilste Scheiß und mega gesund und mega toll. Und ja. Milch mit Kurkuma, wird man sich jetzt erstmal denken. Aber Leute, es schmeckt wirklich richtig geil. Ich habe da so ein Rezept, das trinke ich total gerne und ich habe jetzt so Bock irgendwie. Es ist auch so kalt draußen und so windig und jetzt nach der Massage und nur in der Gesichtsmaske habe ich jetzt voll Bock, es mir gemütlich zu machen. Wir machen jetzt so ein schönes warmes Getränk. Ich zeige euch gleich mal, was ich da alles reinhaue. Ich nehme jetzt hier so eine Sojamilch, die ist, glaube, von DM. Und dann nehme ich jetzt einfach so eine Tasse voll und gebe das in so einen Topf hier rein. Und dann nehme ich von dem Kurkuma, ja, schwierig zu sagen, so ein Augenmaß halt irgendwie. So viel, je nachdem, ne, wie viel ihr halt mögt. Dann Zimt und Honig. Ich würde mal sagen, ungefähr so ein Teelöffel voll Honig. Und dann haue ich da noch so einen Teebeutel rein. Das sind die hier. Das ist dieser Chai Tea Classic. Der ist auch von DM. Da gebe ich jetzt einfach, ups, ist nicht so einfach mit einer Hand, so ein Beutelchen mit rein. Und dann koche ich mir das auf. So Leute, ich habe das jetzt einfach aufgekocht hier kurz. Und dann gebe ich das in meine Tasse. Ich weiß, ihr denkt jetzt, ich bin nicht ganz dicht und dass das mega ekelhaft ist. Schlägt gleich die Kamera. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, die Irre mit der braunen Gesichtsmaske trinkt jetzt ernsthaft Milch mit Curry. Die ist nicht ganz dicht. Googelt mal goldene Milch. Das habe ich nicht erfunden. Das gibt es tatsächlich. Und das hat unglaubliche. Oh Gott. Habt ihr das gehört? Mein Nachbar wieder. Der hat leichte Aggressionsprobleme, glaube ich. Der ist halt auch schon sehr alt. Deshalb. Naja, also sorry. Und auf jeden Fall hat das irgendwie so großartige gesundheitliche Vorzüge. Dieses Kurkuma-Zeug und man schmeckt das nicht. Also es schmeckt wirklich so richtig lecker, süß wie so ein Chai-Tee und einfach warm und ach, ich
Richtig, richtig geil. Leute, probiert's aus. Vertraut mir, es ist wirklich lecker. Und ich zeige euch, was ich jetzt mache. Jetzt kommt nämlich das richtig harte Oma-Programm hier. Ich habe hier, seht ihr eigentlich, worauf ich liege? Das ist echt, also Oma-Endstufe. Weil ich immer so Verspannungen in meinem Nacken habe, hat mir der Markus irgendwann mal so geil. Das gab es mir bei Aldi. So ein Wärmekissen gekauft. Und ich liebe es. Was war jetzt das? Oh Gott, jetzt bohren die auch noch die Nachbarn. Irgendwie wird hier meine schöne, gemütliche Abendroutine hier sabotiert. Also auf jeden Fall dieses Heizkissen sehr, sehr geil, weil die mir sich jetzt so irgendwie so durchmassiert. Deshalb dachte ich mir, gönne ich mir jetzt noch so ein bisschen Wärme und Entspannung und schaue jetzt noch hier. Ich habe noch mein MacBook hier am Start. Schau ein paar YouTube-Videos und trinke meine leckere Ayurveda-Milch. Genau, und chill jetzt einfach mal ein bisschen und komme jetzt erstmal ein bisschen runter. Und dann mache ich nachher mein Abendessen. So, ich habe meine Maske jetzt mal abgewaschen. Übrigens, meine Abschminkroutine verlinke ich euch nochmal hier. Das habe ich ja neulich erst gemacht. Also es sind immer noch die gleichen Produkte. Brauche ich jetzt nicht nochmal alles zeigen, was ich da irgendwie zum Abschminken von meinem Gesicht benutze. Und jetzt habe ich mega Hunger. Ich zeige es euch mal. Da hinten steht es nämlich schon. Das habe ich mir jetzt gerade warm gemacht. So geil, oder? Wenn man einfach noch Essen zu Hause hat vom Tag vorher und das auch noch geil ist und man sich voll drauf freut und man nichts kochen braucht. Och, I love it. Der Markus hat für sich Pinterest neuerdings entdeckt. Das ist total lustig. Und er guckt jetzt immer bei Pinterest, was man so kochen könnte. Und er hat ein geiles Rezept gefunden. Das heißt Blumenkohlbombe. Ich habe es euch schon bei Snapchat gestern gezeigt und es ist so, so witzig. Einfach so ein Blumenkohl mit Hackfleisch drum und es hat super funktioniert. Er hat es gestern gekocht und ist mega lecker und das esse ich jetzt auch heute noch, weil es war total viel. Guck mal, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also das ist einfach ein ganzer Blumenkohl gewesen und dann tut man da so Hackfleisch drum und außen so Schinken drum. Müsst ihr mal googeln. Blumenkohlbombe einfach bei Pinterest eingeben, dann findet ihr das Rezept. Und dann gibt es noch mit dazu Süßkartoffel und Erbsen und Möhrchen habe ich mit ein bisschen Sojasahne einfach zusammen aufgekocht. Ja, sieht jetzt gar nicht so geil aus, ist aber ziemlich geil, das esse ich jetzt. Und dazu werde ich noch ein bisschen Netflix schauen. Ich schaue gerade total gerne Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt. Vielleicht kennt ihr die Serie. Ich finde die gerade irgendwie total mega lustig. Und ich glaube, alle haben die schon gesehen. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich schaue sie gerade nicht. Ich finde sie richtig cool. Übrigens, lasst mich gerne mal wissen. Das habe ich mir neulich nämlich gerade gedacht. Könnt mal wieder so ein Best-of-Netflix-Serien machen. Also, was ich gerade so gerne gucke bei Netflix. Das fände ich ganz cool. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt esse ich mal leckeres Essen. Guck ein bisschen Kimmy Schmidt und dann schauen wir mal, was hier unser wilder Abend hier heute noch so bringt. Huhu, ich sitze hier gerade auf meiner Yogamatte und ich habe gerade ein kleines Yoga-Workout gemacht. Ehrlich gesagt, nur zum Entspannen heute, also nichts irgendwie mit Kraft oder so, weil ich kann nicht mehr die Kamera halten. Ich habe jetzt schon so Muskelkater von dieser Massage. Man denkt es nicht, ne? Aber richtig krass. Aber jetzt habe ich noch so eine kleine Yoga-Session gemacht und noch ein bisschen meditiert. Und das tut sehr, sehr gut am Abend. Gerade wenn man so einen langen und stressigen Tag hatte. Also ich mache das oft auch morgens gerne eine Runde Yoga. Aber wenn ich so früh aufstehe um 5 Uhr morgens, no. Da geht kein Yoga mehr. Da geht nur schnell duschen, anziehen und los. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, habe ich irgendwie noch Bock auf was Süßes und weil ich ja jetzt neuerdings ganz gesund unterwegs bin und ja auch gerade auf so Milchprodukte versucht zu verzichten und auf Industriezucker versucht zu verzichten wegen meiner schlechten Haut und vielleicht auch, weil ich 1-2 Kilo zugenommen habe im Urlaub. Wer weiß das schon so genau. Egal. Also ich zeige euch jetzt, was ich mir jetzt Leckeres mache. Ich mache mir nämlich jetzt ein bisschen Nice Cream. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt es einfach mal. Das ist im Prinzip eigentlich nur veganes Eis aus gefrorener Banane. Viel mehr ist nicht drin, aber falls ihr es noch nicht kennt, dann zeige ich es euch jetzt mal kurz, wie man es macht. So, aufgepasst. Nice Cream. Ich habe jetzt hier in meinem Mixer ungefähr 1,5 gefrorene Bananen. Dann ein bisschen Zimt, ein bisschen Sojajoghurt, einfach damit es sich leichter mixen lässt. Wenn ihr einen geilen Mixer habt, dann könnt ihr natürlich das auch ohne den Joghurt machen. Dann funktioniert es auch. Und noch ein halbes Löffelchen Erdnussbutter. Genau, das war auch schon alles. Und das mixen wir jetzt zusammen, bis es zu Ice Cream wird. Boah, jetzt guckt euch das an, diese geile Konsistenz. Und als wäre es noch nicht geil genug, habe ich noch ein paar Mandelsplitter und extra Zimt und ein bisschen Honig drauf gegeben. Also das ist wirklich was, wo man sagt, das ist jetzt nicht so okay und gesund. Es ist wirklich geil. Und das nehme ich jetzt mit zur Couch und ich lese gerade, das kann ich euch auch mal zeigen, dieses Buch hier, kann ich euch mal verlinken, gibt es bei Amazon und das ist eigentlich ganz cool, ja, so Grundlagen über Ayurveda und
so Naturheilkram. Finde ich gerade ganz cool. Dann lese ich jetzt noch ein bisschen. Das ist hier so ein bisschen heute die Lowlight Edition, aber irgendwie checkt die Kamera nicht so sehr, da mitzuziehen. Also ich esse jetzt hier mein geiles Eis noch und lese noch ein bisschen in meinem Buch und warte jetzt noch, bis der Markus von der Arbeit nach Hause kommt. Das ist jetzt, glaube ich, 10:30 oder so. Ja, also ich denke mal, der kommt so in der Stunde. Warte ich noch kurz auf den, weil ich habe nämlich morgen erst am Mittag wieder was und da kann ich schön ausschlafen. Och, da freue ich mich so sehr drauf. Deshalb bleibe ich da jetzt noch ein bisschen länger wach. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen Spaß gemacht hat. Das war jetzt nicht so eine klassische Abendroutine, wie man sie jetzt sonst so kennt bei YouTube. Ich weiß, es war jetzt eher so ein Abendvlog. I don't know. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es cool fand oder ob ihr sagt, ach, Resi. Nee, habe ich gesehen. Danke, reicht auch, ja. Also das könnt ihr mir gerne schreiben und ja, ich würde sagen, dann lassen wir es jetzt mal gut sein hier. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen und wenn ihr das Glöckchen unten anwählt, kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Das hat mir übrigens neulich wieder jemand geschrieben, dass ich nicht in der Abo-Dingens hier angezeigt worden bin. Wenn ihr das Glöckchen anwählt, dann verpasst ihr nichts mehr. Dann kriegt ihr mehr Resi, als euch lieb ist. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.